Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von uns. Es ist jetzt schon, keine Ahnung, die siebte Aufnahme, weil ich Depp einfach die ganze Zeit den falschen Bildschirm aufnehme. Egal, wir wurden gefragt, ob wir nicht ein weiteres Plugin erklären können, das auf einem Rust-Server automatisch Nachrichten sendet. Es ist ein ganz simples Plugin, das nennt sich AutoMessage. Habe ich natürlich wieder hier im Safe Oxide-Ordner drin unter Plugins. Und in den Data-Files habe ich dann die Einstellung, also die AutoMessage-Text. Die bearbeiten wir mal. Das wichtigste, Chatname. Hier schreibt ihr rein, unter welchem Namen der Server posten, also nicht der Server, sondern das Plugin posten soll. Ich habe es einfach unter Server Message. Ihr könnt hier zum Beispiel Auto Message reinschreiben, Admin reinschreiben oder vielleicht auch den Servernamen, was euch einfach gefällt. Send all Chat, das heißt, wollt ihr es unten im Chat links geschrieben haben, gepostet haben, ja oder nein? True, ja, false, nein. Ich möchte es unten geschrieben haben. Es gibt auch noch die Funktion, dass ihr es per Send Notice macht, das heißt, oben erscheint dann so ein Pop-up. Das gefällt mir jetzt nicht so, ich finde einfach übersichtlicher, wenn es unten links im Chat erscheint. Deswegen habe ich das auf False und das auf True. Als nächstes Message List. Hier könnt ihr jetzt all eure Nachrichten reinschreiben, die ihr gepostet haben wollt. Ganz wichtig, eine Nachricht wird abgetrennt durch diese Ecke in Klammern hier. Das heißt, von hier bis hier ist eine Nachricht. In dieser Nachricht selber gibt es noch eine Abtrennung durch diese Anführungszeichen und durch dieses Komma. Das heißt, alles, was jetzt hier im ersten Anführungszeichen ist, erscheint in der ersten Zeile. Nach dem Komma, nächste Anführungszeichen, erscheint in der nächsten Zeile und so weiter. Dritte Zeile wäre hier und vierte Zeile. Ist einfach übersichtlicher, finde ich, wenn nicht alles in einer Zeile erscheint. Außerdem glaube ich, dass auf den Rust-Servern eh nur eine Zeile eine gewisse oder eine begrenzte Anzahl an Zeichen hat. Deswegen schreibt hier die Zeilen nicht zu voll, sondern macht einfach neue Zeilen. Weiter geht's. Send Message in Random Order habe ich auf True. Das heißt, wollt ihr das alles hier, alle Nachrichten in einfach einem Zufall, in Zufallsreihenfolge geschickt haben oder wollt ihr es in deren Reihenfolge, wie es hier ist, wenn sie es in der Reihenfolge, wie es hier ist, haben wollt? Komme, ich kann nicht mal reden heute. Dann setzt ihr das einfach auf False. Message Delay, es ist alles immer in Sekunden angegeben, heißt, wie lange dauert es von der einen Nachricht bis zur anderen Nachricht, bis die gesendet wird. Ich habe es auf 60 Sekunden, eine Minute ist, glaube ich, okay. Manche sagen ja, eine Minute ist ja auch fast wieder voll spammen. Dann setzt es einfach auf 5 Minuten, wie ihr es haben wollt. Ich habe hier einfach wichtige Informationen über den Server drin, deswegen habe ich es auf einer Minute lassen. Weil man ab und zu, während man so ein, ja, in einer Java-Sprache hier schreibt, irgendwas vergisst, eine eckige Klammer, ein Komma, ein Anführungszeichen, wie auch immer, gibt es ein ganz praktisches Tool. Jetzt kopieren wir erstmal das hier, was wir hier drin haben, und dann gehen wir auf JasonLint, jasonlint.com. Das ist einfach ein Validator, der das, was ihr hier drin habt, einfach überprüft. Ihr macht es per Copy und Paste einfach hier rein, Validate. So, dann sagt ihr euch gleich mal, hier habt ihr einen Error. Das habe ich gleich mal zur Demonstration natürlich gemacht. Hier ist ein Komma zu viel, denn wir haben hier nur eine Zeile. Komma weg. Aber er sagt euch auch immer hier, was der Fehler ist. So, Komma weg. Nochmal überprüfen. So, der Fehler ist nicht mehr vorhanden. Jetzt haben wir hier den nächsten Fehler. Und zwar, wir haben hier etwas abgetrennt durch die Anführungszeichen und hier fehlt ein Komma, weil wir wollen ja hier die nächste Zeile haben. So, Komma hinsetzen, neue Zeile. Nochmal überprüfen lassen und alles ist richtig. Wenn ihr das soweit habt, könnt ihr es hier alles wieder kopieren und drüben einfach hier rein kopieren. Und schon sollte alles passen. Hoffentlich konnten wir euch jetzt helfen und ihr kennt euch jetzt ein bisschen besser aus. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zocken und bis demnächst. Ciao.